Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Virginia. Wir sind wieder eingeschlafen und jetzt sind wir im Elternhaus von Lukas. Da ist eine Bedienung, Polizisten. Arbeitet ihr hier? Okay, offenbar verarbeite ich irgendetwas. Traum. Yep, sehr konservative Eltern. Die schlafen in getrennten Betten. Welche strengen christlichen, konservativen. Oh, ich weiß nicht. Kann ich überhaupt nicht leiden. Ich weiß nicht warum, aber ich habe immer so viel Schlechtes davon gehört. Schaltet einen Gang hoch. Huch, wer ist das denn? Mein Chef? Das war Lukas. Wir haben gerade Lukas überfahren. 0 Uhr. Was geht in ihrem Kopf vor? Ein Büffel erscheint und eine Tür ins eine rot erleuchtende Tür. Oh. Naja, sein Po ist wirklich alt und faltig. Wir sind wieder vor der Tür. Und sie ist offenbar nicht da. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel muss fix gehen. Da war was. Was haben wir hier? Eine Sonnenbrille. Ich steck's mal ein. So. Was haben wir hier? Ein Medaillon. Es tut mir leid. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Okay, offenbar mag sie mich nicht mehr. Es tut mir leid, hörst du? Ach, die sind runtergeklettert. Ah, das ist die Zeichnung, was der Junge gesehen hat. Ja, versuch mal hier eine Feder zu finden. Ich hoffe, ich muss hier keine suchen. Hätte ich jetzt nicht so viel Bock drauf. Warte auf mich, Maria. Ich wollte dir noch sagen, wie leid es. Hä? Hier war doch gerade irgendwas. Maria? Es tut mir leid. Was denn? Ich sehe schon. Ich nehme sie mal mit. Sie haben geraucht.
Offenbar wollte der christliche Junge ein normales Leben führen und nicht so streng wie seine Eltern. Aber ist okay, das verstehe ich. Was ist denn das hier? Ein Vogel. Hallo, kleiner Vogel. Rumpeln von oben. Oh nein. Ach du Scheiße. Danke sehr für den Kakao. Den brauche ich jetzt wirklich. Und ich hoffe, es ist Kakao. Oh, sie lebt noch, Gott sei Dank. Aber der Vogel ist tot. Das tut mir so leid. Errungenschaft freigeschaltet. Madame? Okay, es ist Kaffee. Ja. Okay, es sieht aus wie ein Leichenschauhaus. Ein Leichenschauhaus. Was? Warum soll der tote Vogel denn obduziert werden? Statue. Das verstehe ich jetzt nicht, warum soll der kleine Vogel obduziert werden? Hey, kleiner Piepmatz. Hey. Du bist frei. Na, sieh mal einer an. Was haben wir denn da? Eine Gruppe voller cooler Kids. So. Tonbandgerät. Sind wir in den 90ern? Hallo. Ein Taschenmesser. War klar. Ein leeres Portemonnaie? Oh, das ist rausgefallen. Millennium Mall. Dominion Construction. Was haben wir hier? Eine Briefmarke. Also sieht aus wie eine Briefmarke, oder? Tatsächlich, es ist eine Briefmarke.
zurück zu Hause angekommen. Huch. On track. Ist das Werbung? Spaß mit Aufklebern. Gestalten Ihre Karten und Loks im echten Eisenbahnerstil. Werbung. Ich habe gedacht, ich krieg Foodflyer rein, aber nicht so etwas. Warum kann ich nicht das verdammte Licht hier anschalten? Echt jetzt, wir sollen schon wieder schlafen? Pizza, 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 Pizza. Ich möchte einen PC lieber gehen und den Fall bearbeiten. Schatz, ich bin zu Hause. Oh, warte mal. Ich habe ja gar keinen Schatz, ich bin alleine. FBI. Oh, ich bin fertig mit den Nerven. Erstmal ins Bettchen. Das war ein Tag. Mittwoch. Seltsames vibrierendes Geräusch. Gedämpfter Herzschlagmesser. Enden abrupt. Oh. Tut mir leid, Chef. Ich habe nicht gut geschlafen. Tick geht weiter. Düstere Musik. Was ist los, Chef? Sagen Sie mir, was los ist. Elektronische Datenbank des FBI. Benutzer. Passwort. Angemeldet als Trevor Ann. Special Agent. Bitte Suchbegriff eingeben. Hauptrunde. Ein Eintrag. More Info 1. Maria Harper. Freigabe Special Agent. Status aktiv. Zusätzliche Informationen. Daten übernommen aus bisheriger Akte am 4.3.1990. Gefunden Einträge. Ortega Maria, Ortega Judith. Bitte Akte Helper Maria einsehen. Keine Informationen Datenbank. Bitte in ein Archiv wenden. Offenbar stimmt was nicht mit unserer lieben Maria Helper. Habt ihr mystische Musik? Wollen wir mal. Ja.
Jetzt? In ihrer bisherigen FBI-Laufbahn hat die tapfere junge Frau und Mutter die Messlatte für ihre weiblichen Kollegen höher gelegt. Mrs. Ortega entwickelt sich nach unserer Einschätzung schnell zu einem Vorbild für gesetzestreue, farbige Frauen. Special Agent Judith Ortega, eine der aufstrebenden Agenten im Dienste des FBI, wurde heute die Auszeichnung für dienstvolle Leistungen für ihre hervorragende Arbeit bei der Aufklärung des Falls Hardison Leidecker verliehen. In ihrer bisherigen... Okay, habe ich schon. Miss Albert Ortega erklärte, die Arbeit seiner Frau spiegelt seinen tugendhaften Einfluss wider. Direktor Hoover, der nicht anwesend war, dürfte von der Arbeit der Behörde insgesamt ermutigt werden. Nur für den internen Vertrieb. Okay. Bis jetzt. Diese Frau Ortega verbreitet weiterhin abenteuerliche Anschuldigungen über Verschwörungen und vermeintliche Verstöße gegen ethische Richtlinien. Ich bin besorgt wegen möglicher Interpretation ihrer fadenscheiniger Feststellungen, sollten diese an die breite Öffentlichkeit gelangen. Unser beider Ruf und der Ruf der Behörde müssen geschützt werden. Korn ist das bewusst und ich weiß diese Kooperationsbereitschaft und diese heiklen Angelegenheit zu schätzen. Es ist intern gemein. Bekannt, dass Ortega sich zwar im Rahmen der Abteilung für angewandte Wissenschaft bewegt, aber gleichzeitig eine Vorliebe für unkonventionelle Methoden besitzt. Dieser Umstand könnte für uns ein Vorteil sein. Schild an. Spannende Violinmusik. All. Warte mal, was ist hier? Wegen Verdacht auf grobes Fehlverhalten, Zwecksentfremdung von Eigentum des FBI-Labors, Verstoß gegen ethische Standards im Zusammenhang mit der verbotenen Verwendung kontrollierter Substanzen sowie Insubordination. Weiterlesen sollen. Tut mir leid. Ich hätte weiterlesen sollen. Oh, der Bürgermeister. Bitte wählen Sie mich. Guten Tag, meine Damen. Bitte wählen Sie mich. Hier. Wählt Bacon als Bürgermeister. Genau, ich möchte gerne mein Fleisch gerne den Bürgermeister benennen. Na, wenigstens hat sie diesmal bezahlt. Dominion Construction. Hör mal, Maria. Ach, du hättest das nicht tun sollen. Den armen Jungen verhaften, nur weil er dein Amulett weggeschmissen hat. Okay, du redest immer noch nicht mit mir. Ich verstehe das. Ist okay. Aber irgendwann müssen wir miteinander reden. Ich bin deine Partnerin. Wir müssen diesen Fall zusammenarbeiten. An diesem Fall. Entschuldigung. Das Observatorium. Okay, wir sind offenbar schon drin. Taubengoren. Hier wächst eine Pflanze durch. Ich nehme sie mal mit. Vielleicht hat das ja was mit UFOs zu tun. Ich bin mir nicht sicher.
Aber er hat UFO-Zeichnungen gemalt und ja, das komische Versteck da. Oh, was liegt denn da? Die Sonne. Wir nehmen sie mal mit. Hier hat jemand was durchsucht, offenbar. Ich gehe mal nach oben. Da kann ich auch durch das Observatorium gucken. Ich guck mal erstmal da durch. Ups. Moment. Ich komme da nicht hoch. Okay. Also muss ich da entlang gehen. Die haben wirklich alles hier übersetzt. Die Eltern. Was haben die Eltern damit zu tun? Erstmal einen Dietrich benutzen. Es wird spannend. Danke dir. Okay. Eine sehr christliche Familie, wie wir wissen. Und der Sohn wollte einfach nur ein normales, ruhiges Leben haben zum Abschalten. Ohne diese christlichen Gesetze. Lukas Zimmer ist zu. Das strenge Zimmer des edlen Herrn. Ein Herr, der offenbar gerne auf die Jagd geht. Oh, noch eine Feder. Was haben diese Federn nur zu bedeuten? Sehr, sehr christlich. Offenbar ist er der Pfarrer oder der Pastor der Gemeinde. Das gibt es ja in vielen TV-Serien und Filmen. Okay, was haben wir hier? Oh. Was haben wir denn da? Ich bin fix und fertig. Ich hoffe, es ist noch was frei. Warum kann ich eigentlich nicht aus dem Auto aussteigen? Gitarrenmusik in der Nähe. Ehering? Ach so, sie geht als Single rein. Dann verstehe ich das. Na gut, dann würde ich sagen, ich beende die Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.